Im Himmel über dem Pilzpalast. Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Let's Play meinerseits, und zwar zu Super Mario Odyssey. Heute erschienen am 27.10. Normalerweise, aber ich hab... Ja, also es hatten ja schon viele irgendwie schon vor dem Release gehabt, aber... Naja, ist ja auch egal. Hier startet jetzt mein Projekt. Es ist ein bisschen heuchlerisch, weil ich die anderen 3D-Jump'n'Runs ja nicht gespielt habe, also Galaxy und so weiter. Aber die werde ich natürlich auch noch nachholen, also ich kann auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall für mich auf jeden Fall leichter, wenn ich ein Spiel jetzt direkt zu Release kriege und richtig Bock auf das Spiel habe, das aufzunehmen. Es ist einfach leichter, als wenn ich das Spiel hole, aber es nicht direkt aufnehme und es danach irgendwann zocken will, ja, das ist immer so eine Frage. Dann denkt man sich, ja okay, jetzt habe ich jetzt keine Zeit dafür, denn wann starte ich das und so weiter. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Also es ist ein einfacher, wirklich ein Release-Spiel zu zocken, weil man darauf richtig Lust hat. Und man beißt sich so in den Arsch ein bisschen, sagen wir es mal so, ne? Und deswegen ist das einfacher, so ein Spiel zum Beispiel zu machen. Und außerdem habe ich auch 3D World gemacht. Also eigentlich, die neueren Spiele habe ich sogar schon gemacht. Also die alten werde ich natürlich nachholen. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Aber gut, ich habe auch Mario 64 gemacht. Also das ist mein Lieblingsspiel, absolut. Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Bowser-Ungeheuer angegriffen, dass er so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Als ob er noch so einen Geist entführt. Was hat er davon? Was bringt das denen? Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesen Bowser Ungeheuer hinterher. Okay, das ist ein komischer Fetisch, aber okay. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Bowser-Ungeheuers versperren den Weg. Hm, wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir... Keine Ahnung, wie die heißt, und Peach aus der Klemme helfen können. Ah, okay, jetzt kriegt er den Hut, die Hutfähigkeit. Nicht so dein Stil? Wie wär's hiermit? Ach, da hat er seine Hutfähigkeit, verstehe. Ja, es ist richtig cool einfach. Cappy ist jetzt dein Begleiter, jawohl. Mit Y kannst du mich werfen. Okay, Münzenwurf.
Das ist eigentlich relativ cool, so. Ja, wir müssen uns erstmal hier rumgucken. Oder schüttel die, okay, das ist auch nicht schlecht. Okay, wie kann man denn sich denn noch... Oh mein Luftschiff. Man kann auch irgendwie auf den Hut drauf springen, oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht, wie es geht, aber... Sollen wir noch herausfinden, so, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Willst du zum Hutturm? Der Eingang liegt in dieser Richtung. Ja gut, also ich denke nicht, dass es hier was gibt. Das wird wahrscheinlich das Tutorial sein, also da wird jetzt nichts geben, hoffe ich zumindest. Und vielleicht kommen wir ja dann nochmal hin. So, ich glaube, da ist nichts, Alter. Es müssen die eigentlich erklären. Also man muss ja erstmal den ersten... ich glaube, Monde waren das hier, oder? Genau, man muss erstmal den ersten Mond bekommen, bevor man hier erstmal weiß, was Sache ist. Was für Typen? Scheint, als würden sie sich kennen und nicht mögen. Ja, das sind Goombas, mein Freund. Ah, ich kann die zu Blumen machen. Ah, okay, ich krieg dadurch ein Herz. Das war super. So, da möchte ich jetzt rein. Achso, ich kann die Türen nur mit Mützen öffnen, oder was? Im Inneren des Hutturms. Gefällt mir eigentlich relativ gut, das Spiel bis jetzt. Aber an die Steuerung muss ich mich, glaube ich, noch gewöhnen. Also die ist ein bisschen... Na, es ist immer so eine Sache. Das sieht so hoch aus. Werf mich doch mal auf einen Frosch. Okay. Ah, da kann... Ja, ich kann jetzt einen Gegner übernehmen. Genau. Alter, was ist denn das für eine Cutscene, Alter? Das ist ja komplett gruselig. Na, okay, ist nicht gruselig, aber irgendwie ein bisschen creepy. Du hast einen Frosch gekapert. So, jetzt kann ich sprinten. Alter, wie hoch der springt. Das ist sau cool. Das ist eigentlich echt cool, dass man die Gegner übernehmen kann. Ich finde das einfach eine coole Idee. Und so hat man mehrere Fähigkeiten. So, stirbt einfach. So. Ja, das ist echt cool eigentlich so, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich glaube, mehr wird es hier nicht geben, oder? Also es wird ja jetzt hier nur das Tutorial sein, also mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht. Ich denke nicht, dass wir den Stern hier oder so finden. Deswegen gehe ich da jetzt einfach so schnell wie möglich durch, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie wichtig ist. Das ist irgendwie schon wichtig, aber irgendwie auch nicht. Ah, drücke ZL, um dein ursprüngliches Äußeres anzunehmen. Ah, okay, und jetzt... Ich habe 6 Leben. Ist ja cool. Okay, das Spiel gefällt mir echt sehr, sehr gut. Man muss erstmal reinkommen, wie gesagt. Ich habe das mal auf der Gamescom angezockt gehabt, aber mehr halt auch nicht. Na, also so gut kenne ich das Spiel jetzt nicht. Ich weiß auch irgendwie, was der Hut kann, aber irgendwie konnte man doch irgendwie drauf springen, oder nicht? Ob wir jetzt lieber irgendwo verstecken sollten, vielleicht sollten wir uns also Staub machen. Ich hoffe, meine Freunde da unten auf dem Platz ist wohl auf. Okay, wo müssen wir lang? Ah, wahrscheinlich da hoch einfach. Jutsch, hat sich die Frage geklärt. Kann ich hier rausspringen? Ja, kann ich sogar. Gut, servus. Wer seid ihr? Wer bist denn du? Die Chef hatte recht, als er sagte, ein schnellbeiniger Geselle werde sich in unsere Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudels. Unsere Zeichens-Hochzeitsplaner des glücklichen Paares. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssten wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Wow, ein Bossfight schon direkt.
geht. Na gut, er ist angreifbar. Na gut, es ist kein schwerer Bossfight oder so. Aber ist okay zum Tutorial, denke ich mal. Mann, treffe ich den jetzt auch mal? Hallo, ich will den treffen. Hä? So, servus. Hallo. Geh doch auf den drauf. Meine Güte, Alter. Als ob ich den die ganze Zeit nicht getroffen habe. So, ciao. Ah, okay, warte mal, was ist das? Ah, okay, das ist wahrscheinlich so ein Draht. Jetzt können wir auf jeden Fall zur City. Jetzt beginnt, glaube ich, die Reise, weil wir kommen jetzt zur City, New Donk City. Und ja, da beginnt ja alles. Wisst ihr ja, also zumindest die Trailer angeguckt haben. Da beginnt jetzt alles. Das war halt das Tutorial und jetzt wissen wir halt alles. Kaskadenland, Fossilfälle. Achso, nee, das ist das erste Level. Okay, das ist gar nicht die City. Na gut, dann geht's weiter mit dem Tutorial scheinbar. Unser erster Powermond. Jawohl, dann kriegt man den ersten Powermond, meine Damen und Herren. Genau, das ist zum Beispiel das, was ich meinte. Also wir können davor keinen Powermond kriegen. Das wäre ein Trepp, aber hey, wir haben es in ein Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert, vor allem knapp an der Stromleitung. Hab ein gutes Gefühl. Dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Na dann, let's go. So. Ah, hier gibt's... Ah, okay, hier gibt's auch lilane Münzen. Genau, die meinte ich. Also, wenn man 50, glaube ich, davon sammelt... Stand ja auch da, kriegt man glaube ich auch einen Powermond. So, das ist auf jeden Fall erstmal ein Checkpoint. So, das ist. Ich weiß nicht, ob das die erste Welt ist oder ob das jetzt nur ein Tutorial-Level ist. Wissen wir wie gesagt gar nicht. So, was steht denn da erstmal geschrieben hier, ne? Ah, okay, kann ich so lesen. Reisetipp Mützen-Zielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle die Joy-Con-Controller dann erneut, um einen Mützen-Zielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. So. Ah, okay, hier sind noch mehr solcher lila Münzen. Oder sind das Kreise? Eigentlich kann man die schon als Kreise bezeichnen. Oder Kreiselchen. Kann ich die übernehmen? Nee, ne? Man kann, glaube ich, auch nicht jeden Gegner übernehmen, aber ich glaube, den könnte man übernehmen. Ja, ja. Fuck, ich habe das falsch gemacht. Ah, drücke L in die Gegenrichtung. Okay, jetzt habe ich meinen ersten Powermond. Ja, wir haben den ersten. Der war ja relativ easy. Der war ja übelst easy. Viel zu einfach. Unser erster Powermond. Ein Mond für dich. Ja. Wie viele gibt es hier? Das weiß ich gar nicht. Multimond hoch über dem Wasserfall. Ah, okay, das geht dann weiter. Also wir kommen... Es ist nicht so wie bei Mario 64, dass man... ich weiß es nicht, ob das Overworld technisch so ist, ob man dann jede Zeit einen Powermond, je nachdem, holen kann oder ob das jetzt nur bei diesem ersten Level jetzt so ist. Also wenn man, dass man zum Beispiel einen Powermond dann macht, dann saved und aus dem Welt rauskommt und dann woanders weitermachen kann. Zum Beispiel, wisst ihr, was ich meine? Und ja, das weiß ich jetzt nicht. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesen Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Das ist relativ cool. So.
Aber die Steuerung ist ein bisschen... Also es ist schon eine coole Steuerung oder so, keine Frage, aber irgendwie... Ich habe eine andere Steuerung erwartet, aber ist jetzt auch egal. Also ich dachte eigentlich, dass man auch den Joy-Controller benutzen kann. Aber scheinbar sollte man so spielen mit zwei Joy-Controllern. Was okay ist, ist absolut okay. So, wo sind wir hier? Das ist es. Da ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist auch ein altes Modell. Es liegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Okay, jetzt haben wir einen. Was? Sie rührt sich nicht. Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinen Sie, es gibt hier noch weitere Monde? Ja, wahrscheinlich. Deswegen. Wir müssen hier, glaube ich, mehrere sammeln, damit wir das antreiben können. So, was ist hier? Da ist doch was. Aha, lila Münzen. Warum hängt hier ein leerer Bilderrahmen? Entweder ist das für die Kreisel. Also ich denke mal, dass es für diese lila Kreisel ist. Entweder das oder es ist einfach Unsinn. Ah, hier sind noch mehr. Wie kann ich tauchen? Ah, okay, wenn ich mich gar nicht bewege. Okay, hier ist aber gar nichts mehr, glaube ich, oder? Wir können aus... Alter, wir können aus der Map fliegen. Wir sollten aufpassen hier. Kann er sich nicht festhalten? Das ist ja lame, als ob er sich nicht... Ja, der kann sich festhalten, okay. So. Ja gut, dann müssen wir jetzt noch mehr solcher Kreisel finden. Wo auch immer wir solche Dinger finden dürften. Ich hoffe, wir finden jetzt einfach hier welche. Und ich bin gespannt, wie das so weiter ist nach diesem ersten Level. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. So, wir können auf jeden Fall hier die Ketten und übernehmen. Hier sind noch mehr solche lila Kreisel. Die sammle ich jetzt auch ein. So, wir haben jetzt schon 15 Stück. Nicht schlecht. Ich gehe aber erstmal hier hoch. Wir können ja hier zum Glück auch noch... Ach, als ob. Da ist ein T-Rex, Alter, als ob. Gute Güte, was ist das denn für ein Riesending? Okay, ein Riesending. Ah, hier, okay, man kann ja auch zum Glück die Kameraperspektive ein bisschen ändern. Das ist immer so eine Sache, Alter. Das ist nicht gar nicht so leicht zu machen. So, wir können jetzt auf jeden Fall dieses Ding hier spielen und... Was bringt mir das? Alter, das kann ja alle Dinger kaputt machen bis zum Gehtnimmer, Alter. Alter, ein Jurassic-Typ. What the fuck, Alter, das wird gleich zum... Wir ändern gleich zum Dinosaurier, das ist auch cool. Ja, ich bin zum ersten Mal gestorben. Wir hätten uns eigentlich zurück. Ah, wir verlieren Münzen. Okay. Aber wir haben, glaube ich, noch gar keine Leben, oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Okay. Wir haben auf jeden Fall keine... Wir haben kein Leben, oder wie? Oder wie soll ich das verstehen? Mal irgendwas, wenn wir die Dinger hier besiegen? Wahrscheinlich nicht. Nö, es kommen neue. Da wird es wohl nichts bringen. Also erstmal, wie gesagt, die Steuerung muss ich erstmal reinkommen. Dann denke ich, werden wir auch hier ein bisschen besser in dem Spiel sein. Allgemein, ich glaube, ja, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, nicht so skillig sein in diesem Spiel. Kann mich irgendwie gerade gar nicht mit der Steuerung anfreunden. Ist echt anders.
So, Nein, ich will dich haben! Mann, du Arschloch, ich will dich haben! So. In die Gegenrichtung. Perfekt. Aber was ist das denn hier? Was ist denn das denn schon wieder hier? Alter, was ist das? Was hab, hä, was ist jetzt? Ah, ist ja cool. Hey, wir sind ja gerade ganz flach und irgendwie auch pixelig. Alter, ist das cool. Da kommt man wieder in so die alte Zeit zurück. Das ist, ja, das ist cool. Finde ich echt nice. So, ich hoffe, ich habe jetzt aber auch alle pinken Münzen. Also eher gesagt, lila Kreiselchen. Ich bin mir sicher, dass der Ausblick von der Marsspitze einmalig ist. Vielleicht sieht man hier was, aber irgendwie auch nicht. Wir müssen einen so einen Typ übernehmen. Ich würde dich gerne jetzt übernehmen, Alter. Als ob. Mann, was ist denn das für eine Kacke? Ja gut, haben wir endlich geschafft, Alter. War das eine schwierige Geburt. Das war eine komplett schwierige Geburt, aber wir haben es geschafft. So, da ist auf jeden Fall was. Das wird wahrscheinlich ein Bossfight sein, einfach. Na dann, let's go. Bist du ekelhaft, Alter. Was? Du willst meine Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an dahergelaufene. Schon gar nicht an Kettenhundfutter. Alter, was bist du für eine Psychotante, Alter? Hä, als ob? Ich will das Viech nicht übernehmen. Hässliches Viech, fantastisch. Ah, weil die wahrscheinlich einen Hut drauf hat. Als wenn die, wenn der Hut weggeht wahrscheinlich. Kann ich jederzeit übernehmen. Ah, kann ich jederzeit übernehmen. Als ob. So, mach. Zack. Du hässliches Viech. Genau so. Jawohl. Alter, chill deine Base, Alter. What the fuck? Ich sterbe gleich. Nicht schlecht, nicht schlecht, meine Damen und Herren. Wir haben's. Müssen das jetzt haben. Komm, 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 jetzt lass dich auf. Endlich. Du hässliches Viech, Alter. Du hässliche Psychotante, Mann. Stirb. Ah, hier bekommen wir direkt mehrere, oder was? Das war komplett cool. Ja, ich hoffe, ich kann jetzt hier weitermachen, weil ich hätte schon gerne die, ein Multimond für dich. Multimond hoch über den Wasserfall. Ah, okay, jetzt kriege ich 3 Monde, dann kann ich wahrscheinlich weitermachen. Aber ich will eigentlich echt, ich würde echt gern die lila Kreisel haben jetzt hier. Ohne Witz, hätte ich echt sau gerne jetzt. Das ist geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzt die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg.
Okay, jetzt habe ich zum Beispiel 4 Sterne. Oder er gesagt 4 Monde. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Mann, ich will es nicht zum Laufen bringen. Ich würde gerne die Kreise weiter sammeln, aber gut. Ich wette, da draußen sind noch mehr Monde, die wir sammeln können. Lass uns doch mal gründlich suchen. Ja, wahrscheinlich jetzt dieser... Ich brauche auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt dieses, diesen Kreiselmünz. Oder... Kreiselmünz-Ding. Hä? Hä? Ich wollte eigentlich mit diesem Papagei da sprechen, aber gut. Da sind wir hier runtergefallen, Alter. Du Scheiße. So, wo sind wir jetzt hier? Was ist das denn? Was ist denn? Grüß dich, Jungchen. Alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige die etwa ungewöhnliche Frage, aber bist du Amiibo? Wenn du welche hast, setz ihr euch ein. Sie können dir dabei helfen, übrige Powermonde zu finden. Und jetzt kommt's. Je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein kleines Extra-Kostüm für dich. Nein, ich habe leider keine. Falls du je... Ja, mach ich schon. Ist okay. Ah, okay, da ist sogar noch ein Powermond, aber ich will eigentlich noch mehr hier erkunden. Reisetipp, Mützenzielwurf. Ja, ich glaube, das ist dasselbe. Dasselbe Tipp, den brauchen wir nicht. Warte mal, wenn wir das hier einsetzen. Achso, nee, das kommt. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind am Anfang oder was? Na gut, dann kack drauf. Ein Mond für dich auf dem Trümmerhaufen. Wir sind jetzt hier am Anfang gelandet. Also das Weiße ist halt irgendwie. Erscheint, als hätten wir genug Monde gesammelt. Erscheint, ist somit startklar. Mann, ich hätte aber echt gern die anderen Münzen noch gesammelt, aber ich glaube, da kommen wir bestimmt nochmal hin. Ich hoffe es zumindest. Also ich glaube, da kommt man nochmal hin. Da gab es ja noch mehr Monde, also kannst du mir erzählen, was du willst. Da gab es noch ein paar. Ja, ihr seht schon, hier ist zum Beispiel was. Die Odyssee ist funktionstüchtig. Muss ich die benutzen? Hoffentlich nicht. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Und dann wollen wir mal und retten. Möchtest du ein Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los. Okay, wir können zum Beispiel hier hin. Wir können zu Hutland. Wir können hier hin, wir können hier hin. Das ist super, okay, dann ist das egal eigentlich. Wir kommen hier nochmal hin und sammeln da wahrscheinlich die restlichen Baumode. Ich werde das auf jeden Fall zu 100% machen. Es macht sonst gar keinen Sinn, weil... Tut mir leid. Ich finde, die Story nur durchspielen bei diesem Spiel lohnt sich halt überhaupt nicht. Also das sollte man schon die 100% machen, weil jeder Sterne oder eher gesagt jeder Baumode auf seine Art und Weise einzigartig ist. Aber mich würde mal interessieren, wo sehe ich denn jetzt, wie viele Powermonde ich habe. Ich weiß ja, hier sehe ich ja 5 Powermonde so. Habe ich jetzt aber auch wirklich 5 Powermonde, weil wir hatten ja einen Multimond. Ich glaube irgendwie gar nicht, dass es da mehrere Multimonde gibt. Vielleicht gibt es das nur einmal und wir haben jetzt wirklich 5 Monde. Oder ist es einfach nur jetzt hier als Treibstoff und die Monde zählen halt gar nicht wirklich. Mal gucken. Weiß ich gar nicht jetzt. Vielleicht zählt das schon als 5 Powermonde. Ist jetzt auch nicht so schlimm.
Na, wie gefalle ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo war ich stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssee holen wir ihn mit 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Heiße Tipp, Stampfattacke. Um mit Blöcken oder Gegner unter dir oder Bodennebenheiten fertig zu werden, geht nicht über eine Stampfattacke. Drücke ZL in die Luft, um mit der Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du was nachschlagen möchtest, kannst du jetzt einen Blick in die Anleitung werfen. Okay. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt's, den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Steinhochzeit stehen würde. Oben auf dem Ruinenturm, da ist auf jeden Fall ein Powermond. Oh yeah. Wir haben es geschafft, unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Hm, warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist das etwa ein Mond? Aber gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Morgens nichts mehr. Tschüss.